Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Einbauvideos des Snorkel Kits von der Firma Bravo für den Fiat Ducato. Heute geht es so ein bisschen um die Innenansichten bzw. um ein, zwei Punkte, die man beim Einbau beachten muss. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen! Wir sind Kathleen und Per. Seit 2007 bereisen wir zusammen die Länder Europas. Folgt uns auf www.rund-europa.de. Um genügend Platz für das flexible Ansaugrohr zu bekommen, muss man erst diesen Stecker lösen. Dann gibt es eine mitgelieferte Metallplatte von Bravo, so dass man auf diesen nachher den Stecker liegend montieren kann. Der Stecker kann jetzt gleich genau bei dieser Aussparung eingeklipst werden und ist dann wieder fest, allerdings liegend. Hier unten in Grau kann man jetzt gerade das abgesägte Stück der Originalansaugleitung sehen, auf die ich am Ende des Videos noch genauer eingehe. So, nach etwa anderthalb Stunden ist der Einbau dann geschafft, inklusive der Bohrung an der Seite und an der A-Säule für den eigentlichen Ansaugschnorchel. Und ja, aber ich denke, das ist jetzt ganz sauber gelöst und sieht ganz gut aus. Und tatsächlich, ich habe bei Facebook einige Fotos gesehen von Kollegen, die das Ganze in einen Jumper eingebaut haben. Da scheint offensichtlich bedingt durch die andere Maschine ein bisschen anderer Platz zur Verfügung zu stehen. Beim Ducato sieht das Ganze wirklich ganz ordentlich aus. Das flexible Ansaugrohr wird hier ganz vernünftig hinter dem Scheinwerfer nach hinten zum neuen Schnorchel geführt und man hat hier also noch reichlich Platz. Allerdings muss man zum Wechseln des Luftfilters dann das flexible Rohr einmal abnehmen. So, dann wollen wir natürlich auch einmal eben starten, um zu schauen, ob der auch wirklich oben ansaugt oder Nebenluft zieht und wie sich das Ganze anhört. Tatsächlich hier oben an. So, und so hört sich das Ganze an. Nach dem Einbau kann ich festhalten, dass ich mir eigentlich von Bravo zwei Dinge gewünscht hätte. Zum einen eine detailliertere Einbauanleitung, die dort mitgeliefert wird als PDF-Dokument, ist in der Tat ziemlich dünn. Das kann man sich auf der Homepage herunterladen. Und zum zweiten wäre es vorteilhaft gewesen, wenn Bravo ein Anschlussstück mitgeliefert hätte, was man an die Luftfilterbox
anschrauben und dementsprechend dann als Verbindung oder Adapter für das flexible Rohr, was dann zum Schnorchel geht, benutzen hätte können. So muss man allerdings den ursprünglichen Teil der Luftansaugung ein bisschen modifizieren. Und zwar gibt es dazu einen Trichter oder einen Kunststofftrichter, der am Schlossträger des Motorraumes befestigt ist. Daran sitzt dann die eigentliche Kunststoffleitung von der Ansaugung zum Anschluss an die Luftfilterbox. Dieses Teil habe ich im oberen Drittel abgesägt. Das ist das Teil, was am Schlossträger-Teil befestigt ist, und das habe ich dann hier unten abgesägt, und auf dem Teil zur Luftfilterbox habe ich dann dementsprechend das flexible Rohr, was zum Ansaugteil des Schnorchels führt, angeschlossen. Das funktioniert gut, sieht auch vernünftig aus, sieht professionell aus, aber da hätte ich mir ehrlich gesagt von Bravo ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht. Ein weiterer wichtiger Punkt, der beim Einbau aufgefallen ist, dass man entweder das flexible Rohr vorm Einbau des Schnorchels bereits mit dem Schnorchel verbindet und dann das flexible Rohr durch den Kotflügel führt, bevor man dann den eigentlichen Schnorchel von innen montiert. Oder man biegt dieses Teil, was ich hier oben gleich einblende, einfach dementsprechend vorher zur Seite und kann dann, nachdem man den Schnorchel von außen montiert hat, das Rohr an diesem verbogenen Teil oder nach hinten gebogenen Teil dann vernünftig vorbeiführen. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, wenn das nach vorne noch steht, hat man eigentlich keine Chance, beim verbauten Schnorchel dieses flexible Rohr dann auf den Anschlussstutzen zu drücken, ohne dass es dann dementsprechend einreißt. Hat dir dieses Video gefallen und eventuell sogar deine Fragen vor dem Einbau des Snorkelkits von Bravo für den Fiat Ducato beantwortet, dann lass mir doch ein Like da. Mehr von uns gibt es hier auf YouTube oder unter www.rund-europa.de.